Lucky? Ui, jetzt hast du ein Bäuerchen gemacht, ne? Das war noch vom Essen. Hi Leute, ich bin's. Hamburgs bekanntester Musikproduzent. Naja, und neuer Pop-Titan, ne? Naja. Okay, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Ich bin jetzt noch hier im Studio mit Lucky, ne? Hallo, Mäuschen. Du, was guckst du mich denn so an? Er will noch eine Kartoffel, er kriegt die gleich. Ja, fein, Mäuschen. Ja, fein. Jetzt zusammen in die Kamera. Ja, leck mein Ohr, genau, schön. Ja, ich bin jetzt noch hier und bin im Studio am Arbeiten und ja. Könnt ihr mal gucken, im Moment sieht das Ganze so aus. Trompete liegt da, ne? Ja. Was will man mehr? Das ist doch ein schönes Leben und draußen tobt das Chaos in Japan. Also überall ist was los, ne? Libyen, vor was ja, Tunesien, Ägypten, was, und hier ist absolute Ruhe. Also Hamburg ist irgendwie, ich finde das irgendwie geil, also überall ist was. Ich stelle mir manchmal vor, so, ich sitze irgendwie, was ist denn los, Lucky? Nee, jetzt, dann verzieh dich mal jetzt, dann verzieh dich mal auf dein Sofa. Nee, komm, du wolltest gerade auf dein Sofa gehen. Und red mir nicht immer dazwischen jetzt. Wir gehen gleich nochmal Gassi. Ja, Pfötchen. So, jetzt gibt es noch Pfötchen. Fein, Mäuschen. So, Lucky findet das auch, ne? Also es ist halt überall was los im Moment und ich denke mir so, was soll das, ne? Also, dann gibt es so im Fernsehen, auf RTL gibt es so DSDS und die Oliver Pocher Show, die jetzt abgesetzt wird, leider, obwohl ich Oliver Pocher Show sehr gerne gucke. Sag mal, der hat ja mein Humor, Mensch, also das ist doch Wahnsinn. Und dann Stefan Raab und dann ist es alles wieder so lustig und die Leute wollen Geld verdienen und in Japan krepieren die Leute und kratzen ab und können nichts dagegen tun, weil sie Erdbebenstärke 9 haben. Ja, es ist schon recht bitter, sag ich mal. Das ist eine Bitterpille. Gut, ja, was ich heute jetzt noch mache, ich weiß nicht, ich werde jetzt mal meine dreckige Cappuccino-Tasse, nein, da war kein Tsunami, das war einfach, weil ich gekleckert habe vorhin und ist mir wohl etwas übergelaufen. Naja, gut, hier habe ich übrigens noch von McDonald's das tolle Spielzeug, irgendwie kann ich euch mal zeigen, warte mal, bleibt mal dran, einen Moment, ich stelle euch mal hier so hin. So, bleib mal dran da. Ich muss erstmal gucken, wie das geht. So, jetzt leuchtet das, seht ihr? Jetzt leuchtet das, das ist doch schön, ne? Man kann das irgendwie auch aufziehen, aber es funktioniert nicht wirklich. Also, es ist so ein bisschen so eine... Na jetzt, okay, ein bisschen, gut. Ich hab's halt hier stehen. Und ist doch schön, ne, dass das da steht. Gut, ich muss mich jetzt schon wieder verabschieden, weil ich will jetzt auch mal langsam schlafen gehen. Als Musikproduzent hat man eh viel am Hut und... morgen werden wohl wieder viel Anrufe kommen, so hab demnächst mehrere Aufnahmen, die ich machen muss und da muss ich wirklich wach sein und ja, diese Woche wird es auch noch anstrengend und jetzt die Japan-Katastrophe ist natürlich Wahnsinn. Ich grüße hiermit auch Tetsuya und Keisuke. Konnichiwa. Ja, und ich hoffe, dass es euch gut geht, wo immer ihr auch seid. Ich hoffe nicht in Nordjapan, ich hoffe, ihr seid noch in Deutschland und ja, zwei Trompeter, mit denen ich öfters zusammen Musik gemacht habe. Und ich grüße auch die Leute aus Brunsbüttel, die kennen mich ja alle. Hi Leute, also ich liebe euch, ich liebe Brunsbüttel und dort wird das Kernkraftwerk sicherlich nicht mehr in die Luft gehen, weil es ist schon stillgelegt. Das ist, glaube ich, schon stillgelegt, ich glaube es ja. Wenn nicht, dann schreibt hier bitte Kommentare drunter und ja. Also ich bin jetzt ganz privat hier. Noch ein Tipp, ich habe jetzt Studio-Tagebuch mit Inkasso Henry. Ich filme nochmal ran. Ja, das ist meine Wand, da sind alle dran, so alle Promis, die ich getroffen habe bisher. Und Inkasso Henry ist einer davon. Wie gesagt, ich kann da nochmal hinflitzen. So, Kai Dahl habe ich auch mal persönlich getroffen und Inkasso Henry. Der kommt jetzt, wie gesagt, Tony Marshall und alle anderen natürlich auch. Der kommt jetzt ins Studio. Und wir werden natürlich jetzt, wo, sag ich mal, ein großer Fernsehsender bei mir angefragt hat, auch einen Ballermann-Hit machen. Aber ich denke ein bisschen später jetzt als die Japan-Krise da. Gut, ich wünsche euch gute Nacht und bis dann. Tschüss. Tschüss, Lucky. Hm?
Lucky hat keinen Bock mehr, Leute. Der ist schon müde. Alles klar, der wird morgen wieder richtig fröhlich und freudig sein. Alles klar. Ciao. In diesem Sinne und passt auf euch auf.